mich bei der Gedenkrednerin und bei allen, die heute vom Tegernsee bis zum Gardasee hier nach St. Pauls gekommen sind. Wir haben hier etwas zu tun, was man im Grunde nicht so einfach in Worte fassen kann. Was waren dies für Männer, die über 50 Jahre nach ihrem Wirken und ihrem gewaltsamen Tod noch Jahr für Jahr so viele Menschen anziehen? Warum stehen wir heute, wie immer in der Adventszeit, hier zusammengewürfelt aus dem ganzen Land, Mann für Mann, Frau für Frau? Ist es die persönliche Bekanntschaft, das Bedürfnis, ihrer zu gedenken, das uns hierher bewegt hat? Wohl nur zum Teil. Lange nicht alle, ja, ich würde sagen, die wenigsten von uns haben sie noch persönlich gekannt, unsere Freiheitskämpfer. Sind es ihre unerschrockenen, unkonventionellen Aktionen, die uns fesseln? Vielleicht, zum Teil. Wobei wir uns über 50 Jahre nach ihrem Tod den Einsatz von Bomben und Gewalt nicht im Entferntesten vorstellen können und diese auch kein wirklicher Anhaltspunkt sein können. Ist es ihr Schicksal, das uns eint, das uns beeindruckt? Vielleicht, zum Teil. Aber solcher Schicksale gibt es mehrere in der Geschichte Tirols. Also kann es dies allein auch nicht sein. Der wesentliche Grund dafür, dass wir heute hier stehen, ist bei vielen, davon bin ich überzeugt, ist bei den allermeisten ein anderer. Es ist der unerschütterliche Wille, für die eigene Heimat etwas bewegen zu wollen, einzustehen für Recht und Freiheit. Und allein schon die Präsenz zeigt, dass der freiheitsliebende Geist, besonders bei Jung und Alt, weiterlebt und immer wieder aufs Neue auflammt. Eure Anwesenheit ist ein Zeichen dafür, dass wir noch wissen, wo wir hingehören, dass wir uns mit unserer Vergangenheit, vor allem aber auch mit unserer Zukunft beschäftigen und für uns die Ist-Situation kein Endpunkt in der Geschichte ist. Sepp Kerschbaumer selbst hat es einmal in einem Flugblatt geschrieben. Wir dürfen nicht auf fremde Hilfe hoffen, wenn wir nicht alles getan haben, was in unserer Kraft steht. Und da habe ich im Wochenmagazin FF vor ein paar Wochen ein Zitat gefunden, da stand: Es genügt nicht mehr, unsere Eigenständigkeit dadurch zu zeigen, dass wir mit Federn am Hut durch die Gegend laufen. Südtirol muss handfeste Argumente vorbringen, um seinen Sonderstatus zu rechtfertigen. Wir müssten Visionen entwickeln. Geschätzte Anwesende, diese Worte, die von der Öffentlichkeit größtenteils unbemerkt geblieben sind, hat Francesco Palermo getan. Und sie haben mir zu denken gegeben. Wie verwässert sind denn die Argumente heute, die uns Südtirolern unsere Autonomie rechtfertigen, wenn schon ein Südtiroler Senator und beileibe nicht der Patriotischste sie erst anmahnen muss. Seit Jahrzehnten setzt man alles daran, die Autonomie für alle und für alles als Zauberwort einzusetzen, ohne daran zu denken, was der eigentliche tiefere Sinn dieses Schutzmechanismus ist. Mit erbärmlicher Inszenierung versucht man, die nachhaltige Sicherung unserer Rechte, wie etwa die doppelte Staatsbürgerschaft, abzulehnen, um die eben zuvor versenkte Schutzmachtfunktion in der österreichischen Verfassung wieder auszugraben, ohne konkreten Zeitplan, ohne Aussicht auf mittelfristige Umsetzung, ohne Fahrplan. Denken wir noch daran,
für was unsere Freiheitskämpfer eingestanden sind, sicher nicht dafür, dass wir im alles gleichmachenden Autonomiegesäusel irgendwann gar nicht mehr wissen, warum wir selbige beanspruchen sollten. So zu tun, als hätte nicht alles seinen Preis, auch die Autonomie, ist naiv, hat ein anderer Südtiroler Parlamentarier vor einigen Wochen gesagt. Die Männer, die vor über 50 Jahren mit ihrem Leben für die Heimat eingestanden sind, sie haben ihren Preis bezahlt. Und damit sie ihn nicht umsonst bezahlt haben, sollten wir einstehen, wofür sie ihr Leben gaben. Für die Freiheit unserer Heimat. So wie es uns andere Völker in Europa vormachen. Wir dürfen nicht auf fremde Hilfe hoffen, wenn wir nicht alles getan haben, was in unserer eigenen Kraft liegt. Mit diesem Bewusstsein gehen wir hinaus aus dem Friedhof von St. Pauls. Diese Worte sind und bleiben uns Vermächtnis, auch im nächsten Jahr.